Hey, ist euch selber machenden Internetmenschen. Heute möchte ich gerne einen Roggensauerteig ansetzen. Das möchte ich schon ziemlich lange machen. Habe es auch schon zweimal versucht und zweimal kläglich dabei versagt. Und deswegen möchte ich es heute mal auf eine andere Art und Weise versuchen, beziehungsweise auf drei unterschiedliche Art und Weisen versuchen. Genau, die zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir dafür einmal eine Styroporbox für Methode 1, zweimal eine Styroporbox mit elektronischem Zubehör, dreimal eine einfache Schüssel. Alle drei Sauerteigansätze basieren auf derselben Basis, nämlich 50 Gramm warmes Wasser und 50 Gramm Roggenmehl. Dann nehmen wir die 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl und verrühren es klumpenfrei. So sieht der erste Ansatz aus. Das mache ich jetzt noch zweimal und dann zeige ich euch die einzelnen Methoden. Okay, jetzt zu den einzelnen Methoden. Das ist jetzt Methode 1. Dann sage ich gleich was dazu. Also bei Methode 1 haben wir die Styroporbox, den Sauerteig und den stellen wir in die Box zusammen mit einem Glas oder mit einer Bergsteigerbox mit kochendem Wasser. Deckel drauf. Jupp. Methode 2. Die Methode 2 ist ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir hier bei der Methode 2 wieder eine Styroporbox, aber dazu habe ich einen kleinen Mikrocontroller, einen Bildschirm und einen Temperatursensor hier. Das ist ein Temperatursensor sowie zwei Wärmepads. Ich denke, wir werden aber nur ein Wärmepad nutzen und das andere Wärmepad stellen wir unter die Methode 3. Dazu sage ich aber gleich noch was. Also nehmen wir eins raus. So, das ist es jetzt. Hier kommt das Sauerteig rein, der Sauerteigansatz, das Pad, das es da drin schön muggelig warm macht und der Temperatursensor. Deckel zu, Stecker machen gleich. So, das ist dann Methode 3. Methode 3 ist wahrscheinlich die Methode, die für alle am interessantesten ist. Einfach nur einen Becher, ein Tuch drüber und dann stehen lassen. Das Problem ist, dass ein Sauerteig eine gewisse Temperatur braucht. Er braucht zwischen 25 und zwischen 28 Grad. Da fühlt er sich am wohlsten. Da ist in die Entwicklung von Milchsäure und was weiß ich, irgendwas am ausgewogensten. Da das aber schwierig ist, man kann es natürlich an die Heizung stellen und denkt, es passt dann, aber nachts gehen die meisten Heizungen aus. Habe ich mir gedacht, ich lege einfach eins der beiden Wärmepads, die ich da habe, unter die Methode 3, sodass diese auch die ganze Zeit wärmer hat. Das ist ein bisschen geschummelt, aber ich denke, die 8 Euro für so ein Wärmepad kann man absolut investieren. Okay.
So sieht es dann aus. Hier ist der Mikrocontroller, der uns die Temperatur anzeigt. Es hat noch 21 Grad oder was. Ich habe die Wärmepads gerade erst reingemacht, das heißt, es dauert einen Moment, bis die Box aufgeheizt ist. Da unten die Box mit der Variante 1, mit der Flasche drin, die nur warm wird. Und hier die Variante 3 mit dem Sauerteig auf der Heizung mit einem Wärmepad unten dran. Das Wärmepad werde ich aber nur nachts anschalten, denn tagsüber, je nach Temperatur draußen, ist ja die Heizung an. Wenn es draußen zu warm ist und die Heizung aus ist, dann lasse ich die Pads auch tagsüber an. Okay, den Temperatursensor, der da dran ist, den tue ich immer nur gelegentlich anmachen, um zu gucken, ob das Wärmepad reicht oder ob es mehr braucht und so weiter. Das sollte eigentlich die sicherste Variante sein, dass da im Endeffekt ein guter Sauerteigansatz bei rauskommt. Gut, ich beende das Video jetzt hier, denn ich möchte gerne das Video hochladen, auch wenn es nicht geklappt hat. Und genau, also dann sehen wir uns morgen mit einem kurzen Update und mit dem, was ich in 24 bzw. was ich in 12 Stunden an den Tagen mache. Bis dann. Tschüss.